Und da sind wir wieder zurück, pünktlich zum Feierabend von Jason. Was ich jetzt eben geskippt hatte, was ich jetzt nicht gezeigt hatte, war, dass er sich eingehackt hatte. Und zwar schnelle Mahlzeit. Wir essen ja den ganzen Tag nur Joghurt. Und zwar hat er sich eingehackt bei irgendeiner Versorgerstation für Lamas oder sowas. Und, oh, Sporen. Und hat $34 dort gestohlen online. Ja, das war jetzt nicht so ganz das, was ich mir jetzt darunter vorgestellt hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, dadurch lernt er auch ein bisschen das Programmieren. Aber ja, war dann wohl nicht ganz so. Ich mache da mit ihm auch gleich mal ein Nickerchen. Ich möchte nämlich nicht zu spät da auftauchen, obwohl ich glaube, ich lasse das Nickerchen lieber ganz bleiben. Ja, du darfst gerne vorbeikommen, aber ich bin jetzt gleich nicht mehr hier. Ich bin woanders. So, und zwar gehe ich jetzt noch mal zur Bar. So, mal schauen. Im Moment ist ja noch keiner da. Also spreche ich jetzt. Neue Erfindung beschreiben. Okay. Also wir sprechen erstmal über Stranger Will. Sorry, aber ich überlasse das mathematische Kauderwelsch den Wissenschaftlern. Okay. Aber ich glaube, die Wissenschaftler, die waren auch gar nicht... Oder waren die hier? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Was ist das denn für eine? Oh mein Gott! Was zur Hölle? Wie sieht die denn aus? Also die sieht mehr als strange aus. Okay, ich schau mal eben nach. War das nicht... Nee, das hier war... War das nicht die Bibliothek? Weil jetzt hier im Moment noch kein Wissenschaftler drin ist. Ah, Bayumi. Ina. Oh, da hinten ist eine Hochschwangere, das ist aber nicht gut. Nee, die ist gar nicht hochschwanger, weil die ist ein Mann mit kurzem Oberteil. Das sieht auch etwas seltsam aus. Also, das ganze Militär ist sich jetzt hier gerade am Versammeln, aber irgendwie kommen hier gerade... Doch, Moment, da ist eine Wissenschaftlerin. Halt, stopp. Freundlich vorstellen. Lass den ganzen Quatsch und stell dich ihr vor. Komm, mach. Und dann über Stranger Will reden. Los, zack ich. Dag, dag. Ah, nope, sir. Karasha. Chumpies of Baba. Even this in a row. Hepane. Oh, Gosha. So, wenn du mir die Daten gibst, kann ich einen Atemluftfilter herstellen. Okay. Lamarck Amoebi? A Pleva's Apple. Und wie gebe ich jetzt die Daten? Bittenspuren. Benötigt höhere Beziehungsstufe. Ach, du Schande. Oh, Darza. Okay. Hallo, du sollst mit ihr reden. Die ist gleich weg, Junge. Ist das jetzt dein Ernst? Willst du mich verarschen? Der soll die ganze Zeit mit dir reden und auf einmal hört der Idiot auf. Ja, die eine ist jetzt nicht da. Achso, Moment. Die eine ist jetzt nicht dabei. Dann gehen wir mal zur Bibliothek. Mal gucken, ob wir die andere dann finden. Die ist uns ja eigentlich hier über den Weg gelaufen, ne? Hm, vielleicht war es auch eine andere Uhrzeit.
Ich bleibe jetzt noch mal ein Weilchen hier. Und gehe dem aufmerksamen Auge. Moment, war die das? Freundlich vorstellen. Nee, das war sie anscheinend nicht. Über Stranger Will reden. Oh. Oh. So, so. Hm. So, so. Über Interessen reden. Wasche neu. Über Kochen reden. Red einfach ganz viel mit ihr. Nach Karriere fragen. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Einfach die ganze Zeit weiter mit dir reden. Hey, Bruce. Fumu, Benorf. Oh, Batoi, Skiba. Dramatische Geschichte. Ich muss doch irgendwann mal diesen blöden Filter herkriegen. Ja, flirten. Darf er auch mit ihr? Kusip, Semso Quink. Shroof Clave, Larkum, Darpsa. Mwah. Avenue Smishy, Brugi. Stehen sich angezogen zu fühlen. Tiefgründige Unterhaltung. Mach alles. Hauptsache, du kriegst dein Gerät. Kiyakudis. Bitten, Sporenfelder herzustellen. Yes. Hat die den jetzt hergestellt? Hallo? Hallo? Wo ist sie denn? Hat die das Gerät jetzt hergestellt? Dombila Nebras. Wessa Boo Moochie Peachy. Mivo Lava. Arvini. Boo Sharp Kumiao. Fribble. Yuba. Yapispar. Oh, ihr ernst jetzt? Yum Buff with. Quasafim. Yes. Yaba Zanks. Krippen. Stu Lane. Na komm, komm. Ah, Dorma. Liebe Cruzar. Oh, Zarbs. Der ist ein bisschen beschämt, glaube ich, weil er gerade eine Abfuhr bekommen hat. Yibs. Bisba. Oh, Floyd Freebe, Naribu. Upla. So, mal schauen. Sie hat ja eigentlich gesagt, dass ich sie drauf ansprechen soll, wegen der Sporenfilter. Garbe! Na komm! Dürfna! Ngao! Namisa Dup! Senkula Fune! Wolake Besta Urshum! Wow, du hast es geschafft. Ich werde die Infektionsprofildaten analysieren und dir bald per Post einen Spornfilter zusenden. Yes. Forsche weiter, dann findest du vielleicht einen Impfstoff gegen diese Infektion. Okay. Fragen wir nochmal nach den Sporen im Labor. Nisoda Saburano? Pandalay, Blinzane, Nurse. Ship door. See the yibs. Phenobay Zulub. Tevne Blot. Okay. Aber es sieht so aus, als ob wir jetzt das hätten, was wir bräuchten. Hör auf, wir müssen nach Hause. Wir haben keine Zeit zum Schlafen. Hallo. So. Ich würde sagen, dann gehen wir noch mal ganz schnell auf Toilette und danach gehen wir dann schlafen. Wo kommt die denn jetzt her?
Geh raus aus meinem Haus. Weg da. Da geht hier einfach auf, an meinen... Ah, Jason sollte in den Briefkasten sehen. Sein Sporenfilter wurde... Ah, geliefert. Ich bin so aufgeregt. Jetzt reden die beiden sogar schon miteinander. Wer bist denn du? Hallo? Ich kenne dich gar nicht. Oh, oh. Jason, du solltest langsam... Was ist denn da los? Jason, du solltest langsam mal gucken, was in deinem Badezimmer passiert. Ach, das macht der Geist schon. Das ist aber lieb. Du wirst Lea dort treffen. Wo werde ich Lea treffen? Was, wie, wo? Reise, du wirst Lea dort treffen. Wer ist Lea? Ich habe die Materialien, um einen Sporenfilter herzustellen, aber ich konnte noch nicht genügend Sporenhaufen analysieren. Verwende das chemische Analysegerät im Geheimlabor und... Ach so, das ist die, oder wie? Um Infektionsprofildaten zu sammeln. Bringe sie mir, damit ich einen Sporenfilter herstellen kann. Ich denke, der ist schon hergestellt. Oh, na super. Post bekommen. Guck erstmal nach der Post, das ist das Wichtigste. Essen kannst du auch später noch. Hallo? Willst du mich jetzt verarschen? Ist nicht dein Ernst. Ich habe dich jetzt extra früher geweckt, damit du die Post angucken kannst, du Dummdödel. Schaust dir an. Schaust dir an. Jason hat alles aus dem Briefkasten geholt. Ja, was ist denn drin? Was ist denn drin? Ein Sporenfilter kann verwendet werden, um einen unvollständigen Schutzanzug zu ergänzen. Ach so, toll. Und den Anzug? Mit Schutzanzug kombinieren. Ich habe aber keinen Anzug. Moment, frage im Kuriositätengeschäft nach Sporen, um herauszufinden. Okay. Okay, Moment. Also wir müssen hier erstmal die Sachen reparieren. Ganz, ganz wichtig. Hätte ich jetzt fast vergessen. Und da muss der Dreckshaufen hier natürlich auch gleich weggewischt werden, ne? Komm, mach das mal ein bisschen schneller. Ja, komm ruhig vorbei. Du kannst mir helfen, aufzuräumen. So, wir haben hier gerade ein bisschen Panik. Du kannst natürlich auch einfach auf dem PC daddeln, während ich hier die harte Arbeit am Machen bin. Das ist auch in Ordnung. So, das heißt, das müssen wir auch noch extra aufwischen. Baden müssen wir dann auch noch. Können ihr nicht so stinkend entgegenkommen. Und eine Kleinigkeit essen werden wir natürlich auch noch. Na komm mal hin. Genau, unterhaltet euch mal ein bisschen. Jetzt musst du schon wieder weg, oder was? Also, nee, es ist da unten, okay. So, mach dir mal ein bisschen hin. Du kannst von mir aus was tanzen oder von mir aus auch was lesen. Das ist auch in Ordnung. Wobei tanzen wäre natürlich besser. Ich weiß nicht, was der da oben jetzt schon wieder macht. So, komm. Mach mal deinen Spaß ein bisschen höher. Ich meine, wir kriegen das heute eh nicht mehr hin, da noch ins Labor zu gehen. So, dann geh mal schlafen. Oh, nee, da wollte ich nicht rein. So. Ja, entschuldige bitte, dass ich jetzt keine Zeit mehr für dich habe. Aber wir müssen uns ein wenig ausschlafen. Ich
Ich glaube, der hustet im Schlaf, so wie sich das anhört. Was macht denn der? Ach, der ist nur am Reden. Der ist im Schlaf am Reden, ich verstehe. Okay. So, Junge, du musst aber bald aufstehen hier, weil du musst ja bald zur Schule, sag ich schon, zur Arbeit. Ich würde dir empfehlen, auch jetzt mal dringend auf Toilette zu gehen, weil du musst nämlich bald in der Arbeit sein. Also mach hin, ne? Und dann isst dir noch eine schnelle Mahlzeit. Irgendwann hast du mal so Durchfall, weil du nur Joghurt am Essen bist. Oh nee, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und das jetzt alles kurz vor der Arbeit. Das ist jetzt wirklich nicht euer Ernst. Komm, isst den Joghurt jetzt schnell auf. Ich weiß nicht, ob du das noch reparieren kannst für die kurze Zeit. Ne, das dauert länger, das war mir klar. Ja, nee, tut mir leid, du musst leider zur Arbeit. Es tut mir leid, wir müssen die Sachen hier einfach kaputt zurücklassen. Er soll aber nicht normal arbeiten, er soll fleißig arbeiten. Und wir sind wieder zurück. Das heißt, wir können hier weiter reparieren. Und die Ranken entfernen und alles aufwischen. Da müsste man auch noch aufwischen, sehe ich gerade. Möchtest du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Oh mein Gott. Ja, aber nicht jetzt. Klingel noch ein bisschen weiter. Ich bin gerade nicht erreichbar, tut mir leid, ich muss hier noch den ganzen Kram machen. Ich habe einen Notfall zu Hause. Talentwettbewerb, nee, ich habe da keine Zeit für, tut mir leid. Wir haben Freitagabend, ich kann mich doch nicht mit sowas wie einem Talentwettbewerb hier abgeben. Ich muss ja das Haus putzen und die Ranken wegmachen und aufräumen und weiß ich nicht noch was alles. Da kann ich doch kein Talentwettbewerb machen. So, jetzt haben wir natürlich alles schon wieder runter. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, wir fangen quasi jetzt wieder von vorne an. Das schmeißen wir weg. Ja, ich kann nichts dafür, dass du angespannt bist. Tut mir leid. So, wir reisen jetzt erstmal, Junge. Ich habe keine Zeit für gar nichts. Wir müssen jetzt erstmal ins Labor reisen. So. Kann ich auch direkt noch mal kurz scannen. Es darf nur nicht allzu lange dauern. Hallo, du solltest da hinten erstmal scannen. Oh, das geht jetzt wesentlich schneller, als es die ganze Zeit vorhin ging. Ja, wenn man weiß, wo. Dann nehmen wir das mal alles mit. So. Doch, das schaffst du noch. Komm. Und die Schlüsselkarte. So. Es tut mir leid, aber du musst leider da durch. Ja, und du sollst ihn immer noch verfolgen.
Dann werden wir hier noch ein bisschen weitermachen. Hallo? So, Jason hat den gesammelten Spornhaufen ganz genau analysiert und das hat sich ausgezahlt. Achso, brauche ich jetzt nur einmal. Okay. Bringe die Daten zu einem Wissenschaftler, um herauszufinden, ob sie nützliche Informationen liefern. Okay, ja, ich komme sowieso wieder nicht vernünftig raus. Das heißt, ich reise da direkt mal eben hin. Jetzt weiß ich gar nicht, wie spät wir jetzt gerade haben, ob jetzt überhaupt noch irgendeiner in der Bibliothek unterwegs ist. Okay, Samstagnacht um 1 Uhr könnte es vielleicht ein bisschen dürftig aussehen. Was ist denn damit? Da war doch vorhin irgendwas, was er gelesen hatte, was auch kaufen konnte. Lukas Dark und die immer unwahrscheinlicher werdenden Reihe von Zufälle lesen. Oh, da hinten ist schon wieder so ein komischer Frickel unterwegs. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir erstmal kurz nach Hause reisen. Und uns hinlegen, weil er ist sowieso kurz vorm Ende. Oh nein, nein, nein. Warte. Red erstmal mit ihm, vielleicht kann Eddie helfen. Sposas, Watu, Vangeloy. Sepine? Oh, Dolphus Revuda. Kinkuya. Yibao. Leider nützt hier der Atemluftfilter nichts ohne den Rest des Anzugs. Ja, das weiß ich auch schon. Und Chibi Gwargado, Sibiyim, Harp Grippin Boy? Ja, können wir nochmal über Kochen reden, oder? Watch the rocks, the Wanzo. Oh, Ufa Taru. Shishitwa? Go Larga. Ah, Dorma. Hat erfahren, dass Dirk als Stranger Will-Wissenschaftler im Labor arbeitet. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht bei dem Kapitel. Watuni, Sepsito. Honka Free, Meshka. Kann einen Moment bleiben, das ist schön. Ach, ich sollte doch zum Kiosk gehen, genau. Wenn du mir die Spornprofildaten gibst, kann ich einen Atemluftfilter herstellen. Das ist doch das Gleiche, was ich schon habe, oder nicht? Ich brauche doch den Anzug. Sepine? Chima. Kinkuya. Heen obtubrabna. Oh, Quapo. Kulab. New Beam. Ifla. Auf. Benorbse. Okay. Greek Torna. Vobi Weln. Snarpe away Obe Venorb. Pando. Chimo say Rebu. Shushka Tway, Pwisto. Famoosh, Fwibs Puiva, Janar Panai, Flynn. Oh. Sochim, Sarchim, Sargi Izupa. Zobe, Zupa, Harbin Batul, Dwakopeyu Rubon. Neebs, Alcha. Oh, Bushar, Quark. Okay, ich würde sagen, nee, da kann er nur ein Nickerchen machen. Wir reisen mal eben nach Hause. Es ist immer so ein bisschen blöd, weil er nicht überall unterwegs natürlich schlafen kann. Also schlafen schon. Wer bist du denn? Hallo? Guten Tag. Ja, aber thanks. Griffin. Oh, tell a Jim Wibsy. Shishitwa? Komm, wir sind Männer, wir erzählen mal schmutzige Witze. Dorma. Stu Lane.
Lemphi Nulitz, Zappen Quar, Korpani. Ach, das ist der gleiche. Refsiege Palachaba, Yenaba Yeflam Shusha. Es bin Nerv Flempa. Oh, es tut mir leid, aber ich muss jetzt etwas schlafen. Cordus Sebi Quoba. Oh, Frita. Sister. Quasinex. Thelma. Ja, seh du dich ruhig um, kein Problem. Setz dich ruhig bei mir aufs Bett, ich muss nur halt ein bisschen pennen, ne? Aber das ist nett, dass du für mich aufräumst. Vielleicht kannst du auch die Ranken in der Toilette schon mal für mich wegmachen. Ich würde aber sagen, in der Zeit, wo er jetzt so schön am Schlafen ist, beenden wir diese Episode und starten dann mit der nächsten weiter.